Hallo. Einen wunderschönen Donnerstagmittag wünsche ich euch. Hier ist eine neue Folge LS19 ABB Team Challenge auf der wunderschönen Dürenrot. Zusammen mit der bezaubernden Romy, der wunderbaren Zoe, dem Martin, dem Eggy, dem Jürgen, dem Daniel und meiner Wenigkeit. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo. So viel Ironie, du. Was denn? Guck doch mal hier. So ein geiler Sonnenuntergang hier. Ja, das ist doch bezaubernd. Mensch, das ist doch wunderschön. Herrlich. Dunkel. Einfach zum Verträumen. War's dunkel? Ich nehme das gleiche, was du hattest. Einmal die leck mich am Arsch füllen, hey. Hallo Jürgen. Guck mal, der Jürgen kommt auch gerade zu mir. Ich freue mich. Guck doch mal. Jürgen, sei doch mal ehrlich. Guck dir doch mal den Sonnenuntergang an. Ist das nicht schön, oder? Jo, schaut doch gut aus. Ja, siehst du? Ich weiß gar nicht, was die anderen haben, ey. Ist doch herrlich. Ach, das ist so. Ach, wunderbar ist das. Ach, herrlich. Guck mal, und dann der Johnny, der hier auch noch schön blinkt. Du hast einen Fan. Hast du nur zum Armbrot gehabt heute? Das reicht dir nicht. Jägerschnitzel Pommes. Bestimmt zum Frühstück hat er Trill gehabt, weißt du, hier mit den Sprechperlen drin. Da. Ja, genau. Super. So, ihr Lieben. Jäger zum Nachtisch. Den Jäger zum Nachtisch. Was machen wir heute noch? Haben wir Arbeit? Sind unsere Felder fertig? Immer noch nicht? Okay. Scheiße. Du kannst den Auftrag abbrechen, weil wegen. Ach ja, warte mal, den einen tun wir jetzt erstmal abschließen. Und den anderen, ja, abbrechen. Der andere wird teuer. Möchtest du wirklich die Lohndienstleistung abbrechen und auf seine Bezahlung verzichten? Jo. Minus 12.410 Euro. Hab ich doch gerade gesagt, das wird teuer. Naja, egal. Alter, da kriegst du 4 gebrauchte Voyager für. So, was haben wir denn noch so an Aufträge? Flügenaufträge haben wir. Martin, willst du flügen? Wir haben eh nichts zu tun. Flug noch. Willst du fliegen? Jetzt wird doch eh gleich gespult und dann geht's ja eh wieder vor. Ach so, ja, genau. Dann können wir warten. Der Eggy und der Romy haben noch Kalk am Shop. Oh, das ist gut. Müssen wir ein Feld kalten. Wie sie hier alle am Händler stehen. Gibt's hier was umsonst? Kann man es kaufen? Ja. Guck mal, hier nur mal so zur Info, ne? Team Daniel und Jürgen haben auch noch Dünger hier stehen, ne? Aber bei der Tankstelle, ne? Ja, ja. Nee, den habe ich schon aufgeladen. Nein, hier stehen noch 3 Paletten. Oh, hallo, lässt du die mal stehen? Ach ja, da war ja was, das muss ja noch wieder aus. Lass mich die noch gescheit hinstellen. Zu spät. Also. Ja, hat funktioniert. Also müssen wir abholen, ne? Schwer. Daniel und Jürgen. Dann sind die nicht schwer auch. Hey. Hui. Ich war so groß. Guck mal da, guck mal. Hui. Hui. Nicht schon wieder, nein. Hui. Oh, das ist eine Abkühlung. Definitiv. Das ist eine Abkühlung. Kinder. Herrlich, mach sogar Schwimmbewegung, wie geil ist das denn? 80% Romy? Hui! Marc, komm doch zu uns. Schwimm eine Runde mit. Nö, ich guck, was Eggy macht. Im schönen Wasser. Hallo Eggy. Ja. Hallo. Warum kannst du so schnell schwimmen? Was soll denn der Scheiß? Ich schwimme ganz normal, ich bin Pferd. Ich bin Pferd. Du bist irgendwie gefühlt dreimal so schnell wie ich. Romy, der Eggy ist voll. Ja, ich bin doch schon da. Oh, voll genervt, ey. Laber doch nicht so einen Scheiß, Alter. Wo ist er denn? Behind you. Ja, aber so weit von weit weg. Wusch. Was ist denn das hier? Wasserfall.
Eine Dusche. Massage ist das. Massage. Oh, du schaffst es, du schaffst es. Jetzt sind wir unter dem Wassernebel hier. Hui! Hallo Daniel. Hallo Mike. Hier, du könntest dich aber auch mal wieder rasieren, ne? Junge, Junge, Junge. Ja. Blödsinn, wird alles überbewertet. Außerdem ist Bart gerade in. Ach so. Hier hinten ist noch ein Wasserfall. Ein kleiner. Was macht der Martin? Der Martin steht hier nur rum. Welcher Martin? Du, Martin. Ich? Ich habe gerade meine Maschine aufgeräumt. Achso. Man sieht's. Da kommt uns jemand entgegengeschwommen. Ein Jürgen. Obwohl, die. Guck mal, die kannst du doch mal wegstellen hier, oder? Die hier? Welche? Die hier? Oder willst du hier stehen lassen? Boah, die da. Die bleiben da stehen. Achso. Die hat uns in so ein Sammelgerät dahingestellt. Die bleiben da schön stehen. Okay, ist ja das gut. Das erfährst du noch früh genug, Leute. Okay. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Dödem. Dödem. Ja. Kleiner Hai. Hast du noch Platz, Romy? Ja. 70% habe ich schon wieder. Ich fände cool, wenn es so eine Funktion gibt, so Huckepack oder so. Huckepack? Oh. Spulen angesagt. Spulen. Spulen. Ja, ich finde die Matte nicht. Ich kann nicht schlafen. Warum nicht? Weil es nicht geht. Ich auch nicht. Bist du Admin? Ja, ich bin Admin. Also, der Marc müsste es noch erkennen als ich. Aber es hieß immer Martimus. Martimus. Geht nicht bei mir. Warum auch immer. Bei mir auch nicht. Kann man euch helfen. Romy, haben Glück gehabt. Wir können hier noch durcharbeiten. Versuch mal zu spulen. Eggy, braucht ihr Hilfe? Sollen wir euch helfen? Nö, im Moment ist noch alles gut hier. Also, ne? Noch. Feld 19 müsste gekalkt werden, aber... Das ist doch... Was ist denn los hier? Sag mal, jetzt können wir doch nicht mal mehr spulen, oder was? Jetzt stehen bleiben, jetzt stehen bleiben. Sehr schön. Ich spule von Hand. Ui, er spult Achtung. Von Hand. Komisches Abladen geht dim. Wer hat an der Uhr gedreht? Was sagst du? Was du hier rumspielst? Ich kann's. Schwertransporter fahren. Oh oh, es wird hell. Alter, wird das hell! Endlich. Ui, was sagtest du? Ich hab nur gesagt, da ist ein Zaun. Ja, das habe ich. Baum. Komm. Baum. Kennst du Baum? Mal so eine kleine Gesamtfrage. Wie ist denn der Wachstum der Pflanzen eingestellt? Langsam oder? Gar nicht. Langsam. 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 Unsere Felder waren doch schon reifer, als sie jetzt sind. Ja, waren sie auch. Ich habe auf rückwärts eingestellt. Hat er rückwärts gespult? Genau. Time to say goodbye. Eier. So, haben wir auch gefahren. Toll. Was nehmen wir jetzt? 70%. Ah, ist doch Käse, Mann. Oh, da ein geilen Silo für dich da. Ja, der ist schon cool, der ist schon richtig cool.
Ja, ich fand den nice. Und der Martin hatte mir gesponsert. Sponsiert? Wie so ein Go-Kart. Achso. Ihr habt doch Langeweile. Hammer. Jetzt haben wir eine Nacht gespult und es ist immer noch. Richtig. Nix. Ja. Das ist so geil, ne? Ich glaube, wir haben dreimal gespult insgesamt, gell? Und die Felder 2, 3, 9, 10 und 11 von uns haben sich eigentlich nicht geändert. Unsere sind dunkler geworden. Würde ich jetzt behaupten. Kann ja gut sein. Die sind jetzt in der letzten Stufe. Bei uns auch. Alle in der letzten Stufe, außer 2. Und was haben wir für eine Wachstumsstufe drin? Schnell oder? Langsam. Ja, das ist klar, dass es 3 Tage dauert. Okay. Mai ist es halt nächste Aufnahme, dass wir mal was machen können. Ja. Ja. Wieso seid ihr Lohner? Wieso habt ihr überhaupt Wachstumsstufen, hä? Weil wir sonst nichts zu tun haben. Wir kriegen ja sonst nichts zu tun von euch. Wir müssen ja schon investieren und uns kostenlos euch zur Verfügung stellen. Hält mir. Also bei uns fällt es unter Rechte. Ja. Udeln. Kostenlos zur Verfügung stellen. Du siehst Rechte dann. Wenn du... Der macht in der Kollision! Aber frag nicht nach Sonnenschein! Da habe ich die Kerbe ins Lenkrad gebissen! Kringel die Latte! Junge! Siehst du meine Armbewegung, was ich mache? Junge! Jetzt muss das Schild schon ausfahren, ja? Jetzt wird's lustig, jetzt wird's interessant. Mal gucken, was passiert. Nix! Nix! Das ist ja mal geil. Trigger kaputt, Mann, ganz. Jo. Fahrerkerbe im Lenkrad. Ja, das war. Lass mich noch nie in der Natur sehen. Wer kommt da? Habt ihr Langeweile? Hallo. Ihr sollt arbeiten, ey. Tun wir doch. Seh ich. Geben Sie Arbeit, junger Mann. Komm. Ja, ich wollte gerade sagen. Sag, was ansteht, machen wir das. Die Karte arbeitet gegen uns. Sag. Erstmal kann der Unimog hier oben weggefahren werden. Der gehört uns, nicht meiner, nicht dem LU. Ihr könnt Feld 19 kalken, wenn ihr wollt. Damit ihr die Challenge gewinnt. Was? Was? Wie jetzt? Feld 19 düngen. Kalken. Ich finde, das ist eine perfekte Aufgabe für dich, Martin. Martin, hast du gehört? Meine ich jetzt den anderen Martin, aber ist auch okay. Ich hab's mir gedacht, ja, ich dachte, ich kann es ablenken von was da. Ey, wo stand denn mein schöner Schlepper? Der stand da hängen, gell? Weißt du? Beim Konvoi. Bei der Parade, wie auch immer. Ah, wo ist er denn? Ah, Daniel? Ja. Kann es sein, dass ihr noch unseren kleinen süßen Case habt? Ja, der steht hier bei uns. Sehr schön, meine. Er steht, also das heißt... Bei Eggy oben steht auch noch ein LU-Fahrzeug. Brauchen den ja halt einfach nur zum Dings entladen, zum Düngerstreu entladen. Eggy steht noch ein Lohnfahrzeug. Wieso ist denn hier überhaupt... Hier brauchst du gar nicht kalken, das ist ja eine Graswiese. So, beim Eggy steht was in Lohnfahrzeug. Ist das bei dir blau an der Hauswand oder auch violett? Mag mal jetzt ganz ehrlich, meinst du auf 31, 33 steht noch ein Traktor? Das ja. Licht, du Nase. Der steht da schon lange nicht mehr. Achso. Also, wenn du den gesehen hast, ja, schön, dass du ihn gesehen hast, aber er steht da nicht mehr. Die 19 muss gar nicht gekalkt werden. Ist ja gut, Mimimi. Fata Morgana. So, habt ihr jetzt davon, die Folge ist vorbei. So. Also gehört Martin, die 19 muss nicht gekalkt werden. Dankeschön. In diesem lieben Dank, genau. Wow.
In diesem Sinne, ihr Lieben, vielen lieben Dank. War schön da gewesen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen genau oben da. Schreibt in die Kommentare und wir sehen und hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Tschüssi. Bye-bye. Hallo, Ego. Ciao.